Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Zinsrechnung und zwar im Speziellen um das Umstellen der Gleichung. Und heute geht es um Monate. Und ich zeige euch jetzt erst einmal, wie die grundsätzliche Formel aussieht. Z ist gleich K mal P mal T für Zeit, dem Zusammenhang, so ähnlich wie bei Tagen auch. Und das Ganze geteilt durch 100 mal 12. Da ein Jahr 12 Monate ergibt. Z steht für Zinsen, K steht für Kapital, P steht für den Prozentsatz und T für die Zeit, in dem Fall Monate. Gut, kommen wir jetzt zur Auflösung oder Umformung der Gleichungen. Als erstes möchte ich gerne mit euch K auflösen, nach K auflösen. Also, Z ist gleich K mal P mal T. Das Ganze geteilt durch, genau, 100 mal 12. Auch ihr kennt das sicherlich aus den anderen Videos. Ich möchte gerne nach Kapital auflösen, deswegen umrande ich mir das einmal, damit das für mich auch nochmal sehr deutlich wird. Das, was unterhalb steht, steht ja dann oberhalb. Z als solches wird ja gar nicht verändert. Das heißt also mal 100 mal 12 und geteilt durch P und geteilt durch T. Also Z mal 100 mal 12 geteilt durch P mal T. Und das steht dann in dem Fall für unser Kapital. Nun können wir schon mal die erste Formel umranden, die wir brauchen, wenn wir das Kapital suchen. Gut, kommen wir zur zweiten Umstellung. Und zwar suchen wir jetzt den Prozentsatz. Da schreiben wir uns auch wieder die Grundformel hin. K mal P mal T durch 100 mal 12. Und das Ganze setzen wir nun in Klammern. Auch da wieder umranden wir uns das, was wir suchen, und zwar den Prozentsatz. Als nächstes wieder, wie ihr das jetzt auch schon gerade oft gesehen habt, hier steht durch 100, also mal 100 mal 12 in Klammern und das Ganze durch K und das Ganze durch T. Somit ergibt sich folgende Gleichung: Z mal 100 mal 12 geteilt durch K mal T. Und das ist dann unser Prozentsatz. Auch da wieder umranden wir uns die Formel. Und ihr wisst, wenn ihr das Umstellen der Gleichungen könnt, dann braucht ihr euch quasi nur eine einzige zu merken. Oder ihr habt sogar eine Formelsammlung und könnt mit der arbeiten. Und dann sollte es euch relativ einfach fallen, das Ganze auch ausrechnen zu können. Jetzt kümmern wir uns noch um die Zeit. Z ist gleich K mal P mal T. Das Ganze teilen wir hier auch wieder durch 100 mal 12. Und auch da wieder machen wir uns eine Markierung. Wir suchen die Zeit T und stellen nun die Gleichung um. Mal 100 mal 12 in Klammern durch K und durch P. Und nun formen wir das Ganze um. Z mal 100 mal 12. Und teilen das Ganze durch K mal P. Und schreiben uns dann noch dafür hin, ist gleich T. Das wäre dann die dritte Möglichkeit, um, wenn es um Monate geht, um die Zeit auch umzustellen, nach Zeit umzustellen. Genau. Gut, ich hoffe, euch hat dieses Video etwas gebracht und ihr habt was gelernt. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben hier lassen oder schreibt auch gerne was in die Kommentare. Des Weiteren gibt es eine große Playlist schon in der Zinsrechnung. Da solltet ihr gerne auch mal schauen. Das blende ich euch oben auch noch ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.